Ja, hallo Leute, und da sind wir wieder in Return to Mysterious Island 2 auf unserer Lieblingsinsel mit unserem Affen, unserem Jepp und unserer Mina, die hinten auf uns wartet. Und ja, wir sollen jetzt immer noch was zu futtern finden für ihn. Die Frage ist, können wir hier irgendwas untereinander kombinieren? Was können wir machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal noch, was wir finden. Ich weiß nicht, wir könnten uns natürlich jetzt auch ohne Ende mit den Samen vollstopfen, aber ob das so Sinn der Sache ist, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Sinn der Sache. Wir können ja auch immer wieder. Aber das ist immer nur plus eins, das ist ja nix. Nee, da werden wir ja nie satt von. Wir brauchen mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, Essen. Was essen Affen denn so? Können wir den dann für den Jepp mal finden? Vielleicht wachsen ja hier ganz tatsächlich irgendwo Bananen. Das traue ich dem Spiel ja auch zu, dass hier irgendwo Bananen sind. Aber wo müssen wir dafür lang? Irgendwie dachte ich, wir könnten hier mal weiter, aber können wir gar nicht anscheinend. Nee, können wir gar nicht. Wir müssen ja auch ganz genau schauen, ne? Wer weiß. Du willst da in die Grube gucken, vielleicht mal im Ast? Oder brauchst du da was anderes für? Nee. Was brauchst du denn, Jepp? Vielleicht hier den? Ja. Frage ich mich auch, was da für ein Loch ist. Mensch, aber du musst schon ein bisschen mit mir zusammenarbeiten, Jeppi. Zerbrochene Tonflasche. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen Wasser holen. Gehen mit der Tonflasche. Dann hat er was zu trinken. Das könnte ja auch funktionieren. Ja, jetzt reg dich mal ab hier, dass immer diese Sequenzen auch so lange dauern, wenn man sich vertut. Nö, das geht nicht. Können, wie die. Muss die erstmal. Weil die ist zerbrochen, ne? Die ist zerbrochen. Des folgenden Gegenstands braucht eine Tonflasche. Ihr Hals noch nicht intakt, wird von einem Korken verschlossen. Wie? Muss ich den. Weiß ich nicht. Reparieren, aber wie? Mit Beton wieder irgendwie, weiß ich nicht. Was ist das hier eigentlich nochmal? Haut, die von einer Schlange nach der Häutung abgestreift wurde. Ist ja auch ein bisschen eklig. Vielleicht mit dem Kanister hier Wasser holen? Auch nicht. Schwamm. Auch nicht. Ja, Jepp. Aufgaben. Bringe Jepps Energieanzeige in den grünen Bereich. Nahrung ist dafür bestens geeignet. Sammle Nahrung, öffne das Inventar und ziehe es auf Jepps Porträt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wenn du nicht weiter weißt, sieh dir deine Anweisungen an, aber folge ihnen nicht blind. Lass etwas Spielraum für Überraschungen. Mina, die glotzt einfach nur. Die hilft uns gerade nicht. Das ist echt keine Hilfe, Mina. Könntest dich auch irgendwie mal nützlich machen, aber nein. Müssen alles hier alleine machen. Vielleicht finden wir am Strand ja eher noch mal was. Oder hier, so zwischen den Steinen und Büschen und Blättern und so. Vielleicht gibt es ja jetzt auch Sachen hier zu finden, die vorher halt nicht so da waren. Ist ja klar, weil wir sind jetzt hier im neuen Spiel. Muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen geduldiger gucken. Und nicht so hektisch, wie ich das gerne immer mal mache. Hier, die Dinger sind auch noch da. Die Sensorenteile, die kennen wir ja noch. Oh, Mensch. Was können wir denn mal hier mit der Schildkröte machen? Ihr ein Ei geben? Ein Ast? Was zu essen? Was zu trinken? Weiß ich nicht. Die macht mir auch ein bisschen Sorge hier, die Schildkröte. Jepp, mach doch mal was. Jeppi. Auseinanderbauen. Kannst du das auseinanderbauen? Oder was anderes? Einfach so hier? Ne? Yep. Bist ein bisschen doofi. Das ist er leid, das Ei. Das will er nicht mehr. Weizen mit. Ne, ne. Ne, ne, ne. Dann nicht. Schilli, was mache ich mit dir? Weiß er auch nicht. Was ist das überhaupt? Das ist eine Schildkröte, ist mir doch egal. Einfach mal weitergehen. Mensch, Schildi, ich würde dir ja gerne helfen, aber ja, vielleicht muss das auch Mina machen. Wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Ja. Ja, ist schön hier. Bisschen mal die Inselluft genießen, einfach mal raus aus dem ganzen Alltag. Rauf auf die Insel, rein ins Vergnügen, Essen suchen und so. Ja, dann kletter mal nach oben, Schildkröte. Du willst da ja anscheinend unbedingt hin oder so. Weiß auch nicht. Was macht denn jetzt so ein Fragezeichen? Wir wollen weiter hier. So, hier sind wir wieder bei der Schlange und den Gasen. Glaube ich. Oder vielleicht ist die Schlange auch schon ein bisschen weiter. Ist hier nicht irgendwo was in den Bäumen zu essen? Für unseren Jeppi? Kannst du da nicht hochklettern und einfach mal was... Ach, die hier ist die Schlange. Ja, okay. Können wir da nichts machen? Vielleicht hier mit dem Bambus-Dingens? Ja, ist okay. Beruhigt euch alle mal. Das funktioniert auch nicht. Möchtest du deine eigene Haut wieder haben? Das sind ja auch getrocknete Zweige. Das ist ja auch gar nicht seine Haut. Ist das die hier? Ein Haken. Die war das, ne? Hier. Deine eigene Haut habe ich gefunden. Freust du dich? Oh. Den Thymian wollen wir ran. An den Thymian. Das ist also unser Ziel. Ich habe ja keinen Plan. Das ist ja furchtbar, was zu essen für den Jepp noch zu finden hier, außer diesen ollen Samen da hinten. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Als jetzt diese Samen. Aber das ist ja immer nur plus eins. Da gibt es bestimmt noch mehr, was man finden kann. Aber warum sollte der auch eine Schlange essen? Das ist ja auch nicht so lecker. Mal hier vielleicht nochmal. Hier waren wir auch noch nicht so ausgiebig. Hier beim Dümpel. Ach, da hinten. Zu weit weg. Ach, pass auf. Vielleicht können wir hier was nehmen. Dafür brauchte man einen längeren Stock. Der ist doch schon sehr lang, oder nicht? Den hier vielleicht? Auch nicht. Den kombinieren? Ah, er kann ja nichts kombinieren, ne? Oh, Jeppi, kannst du das dann nicht? Muss Mina das machen? Das ist halt die Schwierigkeit, dass ich ja immer gar nicht weiß, was muss Mina machen. Was ist denn das da hinten überhaupt? Ach, Jepp. Jeppi. Immerhin sagt er schon mal noch, muss länger sein, aber vielleicht kann nur Mina das kombinieren. Und wenn wir einfach mal zu Mina hingehen und die macht das dann, geht das? Dass man zu Mina hingeht und Mina, komm, mach mal und dann läuft man wieder zurück. Das können wir ja mal ausprobieren. Ob Mina irgendwie eine Ansprechpartnerin ist für andere Sachen wenigstens noch. Oder ob die einfach nur nutzlos ist. Guck mal hier, guck mal hier. Orangen. Ah, guck mal. Jawoll. Wie, das bist du leid? Du isst die Orange jetzt. Ja, dann isst du noch ein Ei. Komm. Och, komm jetzt, Jeppi. Aber das war gut. Das war schon mal super. Hier habe ich einen Orangenbaum gefunden. Ich glaube es nicht. Ja, vielleicht ein bisschen Honig. Honig isst der Jepp ja vielleicht auch. Was machen wir denn da? Ich mache mir da ein bisschen Sorgen um den Jepp hier. Ist ja auch eine gefährliche Angelegenheit. Oh! Kannst du das jetzt einfach mal runterfallen lassen? Jepp. Jepp, was mache ich denn jetzt mit dir und dem Ding? Ach, ich kann runtergehen. Warte, dann bringen wir das zu diesen komischen Gasen hier. Oder zur Schlange.
Schlange. Ach komm. Mach sie fertig. Ja, was mache ich dann jetzt? Wie, ich kann hier rübergehen? War ich hier überhaupt schon? Jetzt habe ich dieses Ding in der Hand hier. Wusste gar nicht, dass ich hier rüber kann, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Kannst du das nicht einfach mal wegpacken? Oh, oh, oh! Ja, das war nicht so gut. Das war es mit dem Yep. Aber es hat hier anscheinend automatisch geladen. Dann nehmen wir das Ding mal mit. So, da muss es ja irgendwas geben, wo wir das hinbringen können. Wo wir das vielleicht an einen... Vielleicht soll es ja an einen neuen Baum einfach nur ran gehangen werden oder so. Hier in die Grube rein. In die... Nicht in die Grube? Na gut. Hier irgendwie da bei der... Das glaube ich auch nicht, dass das hier... Das ist auch falsch. Oh, voll die düstere Musik hier, weil wir hier diesen Bienenstock mit uns rumschleppen. Aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht so gerne wollen. Da kann ich den Yep ja schon ein bisschen verstehen. Trotzdem. Guck mal, Mina. Jeb, was hast du mit den Hornissen vor? Bist du wahnsinnig geworden? Die sind gefährlich. Ja. Hau ab. Das, ne? Was mache ich denn jetzt? Bring die doch einfach mal wieder an irgendeinen Baum. Es ist ja auch blöd, wenn ich damit nichts machen kann. Dann habe ich jetzt hier das Ding und nicht mal die Schlangen kann ich vertreiben. Ja. Blöd. Yep, blöd. Jetzt hängen wir hier mit unserem Stock. Mina sagt, will uns auch nicht haben. Schwierig, Jep, schwierig. Jeppi, bring das mal irgendwo nach oben, an einen anderen Baum. Bestimmt an einen anderen Baum oder so. Irgendwo, wo wir es stattdessen hinhängen können. Und auf der anderen Seite könnte man damit ja gut jemanden vertreiben. Aber die Schlange will sich nicht vertreiben lassen. Was macht denn die Schildkröte jetzt hier vorne schon? Jetzt ist sie hier. Ich glaub's ja nicht. Jetzt kommt die Schildkröte auch noch immer näher. Ja, jetzt macht doch hier nicht so ein Gruselspiel draus. Macht mich ja ganz, aufgeregt hier. Die Schildkröte macht mir auch Angst. Macht mir alles gerade Angst. Ganz schlimm hier. Irgendwie einen anderen Baum oder so. Nee, zurück will ich eigentlich nicht. Gehen wir nochmal hier lang. Ach, die Gase, das geht ja nicht. Das geht ja alles nicht. Das nutzt nichts. Obwohl ich gedacht hätte, der Honig würde eigentlich passen. Habe ich das da jetzt wieder hingetan? Aber gut zu wissen, dass wir das nehmen können. Definitiv. Aber ich wäre halt einfach nur gerne an den Honig gekommen. Nun ist doch deine Orange. Hm? Yep. Ja, und wenn wir wieder zu Mina jetzt zurückgehen, was ist dann? Oder ist hier... Ja, Mann, ich hätte so alles gut jetzt wieder. Die Musik kann aufhören. Hier, Orange. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Wer weiß, welche Abenteuer noch vor uns liegen. Dafür musst du in Höchstform sein. Ja, und du? Oh nein, Jeb. Ich kriege keinen Bissen runter. Ich habe den halben See getrunken. Ja, aber irgendwann hat man auch mal Hunger. Mina, denk auch mal an deine Gesundheit. Da hat der Jeb schon recht. Das geht so nicht. Kannst ja hier nicht vor dich hin leiden. Guck mal da oben.
Kokosnüsse. Hier, warum Kokosnüsse? Kann die der Jepp nicht auch essen? Ja, sonst müssen wir uns halt ein Samending nach dem anderen irgendwie da holen bei dem anderen Affen. Sonst weiß ich auch nicht. Ach hier, er hier. Vielleicht will der ja eine Orange. Pass auf, hier Orange. Der beruhigt sich ein wenig. Ruhigen. Nee. Ich hab dir eine Orange gegeben. Jetzt werd mal wieder Nettchen. Ei kriegst du auch. Ja, kriegst dein Ei. Hier, pass auf, kriegst du. Und bleibt da immer noch verärgert. Und ein Ei ist weg, Orange ist weg. So ein Schuft. Ja, dann... toll. Ja gut, dann hätte ja sein können, dass wir von ihm auch noch was zu essen hier kriegen, weil der futtert da ja auch an irgendwas. Und dann hätten wir auch das Gewehr. Das wäre auch sehr gut. Aber so einfach ist es dann irgendwie doch nicht. Können wir hier irgendwie hoch? Also bis auf jetzt zur Mühle ist da noch irgendwas. Wie können wir denn mal... Wie können wir den denn beruhigen? Nee, will er nicht haben. Habe ich mir fast gedacht. Vielleicht können wir dem immer noch was anderes geben. Irgendwas ganz anderes, vielleicht gar nicht zu essen oder so. Aber ich glaube nicht, dass der den Benzinkanister nimmt. Ich glaube, das wollen wir dann schon noch selber behalten. Aber wir könnten Samen sammeln von dem anderen Affen und die dem nochmal anbieten. Ich glaube, das haben wir auch nicht gemacht. Und das wäre auch hier ganz in der Nähe. Müssen wir nur... ja, da lang. Genau. So. Probieren wir das nochmal. Hätten wir dem Affen mal eine Orange gegeben. Der hat die viel mehr verdient. Oh, unser Lausbub hier. Kannst du nicht betteln? Nochmal? Hier, du darfst was essen, aber du musst dir den Kram selber machen, sagt er, ne? Perfekter Schlag, ne? Jawohl. Das war nicht so gut. Super. Die sammeln wir jetzt mal. Jawohl. Das läuft ja hier wie geschmiert. Da kannst du noch was von mir lernen, du Affe. Oh, das war nicht so gut. Keine Früchte mehr. Oh Gott, habe ich ihm die jetzt alle weggenommen? Ist er jetzt sauer auf mich? Komm, dafür lausen wir dich mal. Da, das magst du doch. Ne? Ja, genau, da freust du dich. Ach, die Beziehung, die verbessert sich hier dann ja auch. Vielleicht können wir dem auch nochmal was geben. Vielleicht, wir haben jetzt mehrere dieser Früchte. 5 Stück, sehr nah zusammen. Ja, aber wir müssen ja auch essen. So. Guck mal, dann geht's uns doch fast gut. Und der andere hat ja gar keine mehr. Wenn ich die jetzt alle esse, die 4 Stück, ob's ihm dann gut geht? Ach so, das ist er jetzt leid. Mehr will er davon auch gar nicht. Okay, dann hat man davon schon genug gegessen. Dann muss es ja noch was anderes geben. Weil es ja sonst gar keine Möglichkeit gibt, dass der Jepp, ne? Wo war denn das jetzt? Nicht falsch gelaufen, ne? So, und dann hier runter. So, da bist du ja. Hier. Dö.
Hart erarbeitete Samen. Komm, jetzt nimm die doch mal. Oh, jetzt nimmt er die und bleibt verärgert. Und weg sind sie. Der andere hatte sich viel mehr gefreut. Ablehnen. Wie ablehnen? Was heißt ablehnen? Ach so. Ja, dann wird er nur noch wieder wütender und so. Das kennen wir ja schon. Ach ja, Jeb. Das ist nur dieser blöde Affe. Der ist halt total doof. Den mag ich auch nicht. Und du auch nicht bestimmt. Ja, Essen und so. Honig, Kokosnüsse. Ein paar Ideen hatte ich schon, aber irgendwie... ja. Schwierig. Könnte man nochmal irgendwie halt die Aktion hier versuchen, mit dem da rankommen? Aber der Stock ist ja zu kurz. Warum kann der Jeb denn nichts kombinieren? Das ist ja auch irgendwie doof. Das ist ja auch irgendwie doof. Ja. Ich hab das jetzt auch nicht verstanden. Das ist dieselbe Frage wieder. Kann Mina... Aber ich glaube, sie kann nicht. Wenn ich das jetzt richtig so gesehen habe, dann... Bin wieder zurückgelaufen. Da ist der andere Affe. Wo geht's denn jetzt hier zurück eigentlich? Ich glaube, hier trotzdem lang. Genau, aber dann müssen wir da lang. Düdelö. Und zum Vulkan-Dingens nochmal. Wie bin ich denn hier? Genau. Hier. Ist er doch rübergekommen auf einmal. Was ist denn da vorne? Komm, ich laus dich mal, mein Freund. Ach, du willst das gar nicht? Was willst du denn? Ja, was jetzt? Wie, was? Willst du hier? Da. Nee, der will Hilfe für da hinten. Das ist voll wichtig. Der Vulkan, alles bricht aus. Gefahr, Gefahr. Gefahr, Gefahr. Ach, weil da hinten, da ist noch ein Affe. Der braucht Hilfe. Oh je. Verängstigt. Wie können wir den denn mal beruhigen? Können wir hier irgendwas basteln? Oh, das ist voll heiß hier und der kommt hier nicht weg. Ach, deswegen. Oh nein. Hier, guck mal. Ich weiß auch nicht. Was sollen wir denn hier jetzt machen? Wie hole ich den denn da weg? Oh, Affendrama. Ich sag's euch. Was macht man denn da? Verängstigt. Können wir dem was rüberwerfen? Nee. Tja, ich habe keine Ahnung. Also hier weiß ich jetzt wirklich, also da... wenn das hier alles heiß und laverig ist, dann weiß ich auch nicht, wer hier rüberkommen kann. Selbst Mina wüsste ich jetzt nicht, wie die da... was man da machen kann. Da kann man sich ja nur aus dem Holz hier irgendwie was bauen. Aber ob der Jeb das kann? Der bräuchte wieder so eine Schwebefähre. Dann würde das gehen. Ich weiß nicht, ob es was gibt, was so weit ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Das glaube ich, dass das alles, egal was ich jetzt hier nehme, das funktioniert nicht. Aber der Affe, Mensch, der Affe. Oh, ja, darum kümmere ich mich wohl im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare, freue ich mich. Kann ich weiter überlegen. Denn wir wollen ja hier allen helfen und spielen anscheinend hier mehr einen Affen als Mina, im Moment zumindest. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!